Wenn man an den Ufern der Seine im Herzen der französischen Hauptstadt entlang flaniert, kann es vorkommen, dass man unerwartet auf kleine grüne Oasen stößt und sogar auf wilde Natur. Zur Zeit der Belle Époque war die Ville Lumière, die leuchtende Stadt, ein Anziehungspunkt für viele Maler. So auch für Henri Rousseau, auch bekannt als Le Douanier, der Zöllner. Er wurde lange Zeit als Hobbymaler belächelt. Seinen späteren Ruhm verdankt er der Natur in der Stadt. Die urbanen Inseln natürlicher Vegetation werden in der Fantasie des Malers zu exotischen Urwäldern mit bunten Früchten. Henri Rousseau widmet sich erst relativ spät der Malerei, mit Ende 30, und das als Autodidakt, ohne je an einer Kunstakademie studiert zu haben. Doch er glaubt unerschütterlich an sein Talent. Denn er verfügt über eine wertvolle Eigenschaft, Naivität. Anerkennung erfährt er jedoch erst am Ende seines Lebens, durch den Ritterschlag der Dichter Alfred Jarry und Guillaume Apollinaire und, noch wichtiger, durch die Unterstützung des Malers Pablo Picasso. Als Rousseau 1868 nach Paris kommt, ist er 24 Jahre alt und ahnt nicht im Entferntesten, was ihm die Zukunft in dieser Stadt bringen wird. Der junge Mann aus Laval im Departement Mayenne stammt aus einfachen Verhältnissen, hat keinen Centime in der Tasche und kann sich mit der Großstadt so gar nicht anfreunden. An den Ufern der Seine aber kann er dem städtischen Tumult entkommen und träumen. Auch heute noch gibt es in Paris solche grünen Oasen, aller Modernität zum Trotz. Damals war das Ufer der Seine kein Erholungsort, sondern Anlegeplatz für Schiffe. Die Natur war dort recht wild. Und nach einer Weile kam man schon in die Vororte. Damals war man ja sofort auf dem Land. Es wird oft vergessen, dass Paris ein sehr wichtiger Binnenhafen war. Es gab den Seinehafen und auch das Bassin de la Villette. Das waren richtige Häfen, wo Waren umgeschlagen wurden. Rousseau wird zwar Douanier, also Zöllner, genannt, aber in Wirklichkeit war er nur ein kleiner Angestellter an einem internen Kontrollpunkt. Er trug eine Uniform, hatte einen schicken Säbel und einen Beutel, in dem er das Geld einsammelte. Das war keine sehr wichtige Position. Der Zöllner Rousseau lebt ein kümmerliches Leben und kann seine Familie kaum ernähren. Jede freie Minute verbringt er am Flussufer und malt Paris auf seine Weise. Er verklärt die Realität, um ihr einen Hauch von Poesie zu verleihen. Er will Paris erobern, um seinem Elend zu entkommen. Und er hat den Ehrgeiz, Maler zu werden, mit seinem Dschungel. Er will seine Bilder ausstellen und setzt sich dem Gespött der etablierten Maler aus, dem Hohn der Kritiker und der Leute, die sich angeblich mit der zeitgenössischen Malerei auskennen. Er malt so, wie es ihm gefällt. Er sagt selbst, dass das seine einzige Freiheit ist. Er ist eine Art Anarchist der Malerei. Auf dem Quai Henri IV gegenüber der Île Saint-Louis entsteht eines der bekanntesten Werke des Douanier Rousseau. Er malt eine traumartige Vision der leuchtenden Stadt mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Diese Bilder von den Kais sind immer etwas sonderbar. Die Perspektive ist verschoben, sie wirken eher wie misslungen. Und genau dadurch erhalten die Bilder ihren besonderen Charme. Auf diese Weise entsteht 1890 eines der berühmtesten Gemälde Rousseaus. Ein Selbstporträt mit Landschaft, betitelt Moi-même Portrait Paysage. Die Anordnung des zentralen Motivs am Ufer der Seine macht das Bild modern. Rousseau malt häufig dilettantisch. Seine beiden Klumpfüße berühren den Boden nicht. Es sieht so aus, als würde er abheben, als würde er sich von den Steinen des Kais lösen und in Richtung Himmel aufsteigen, in die Wolken. Als könne er durch die Malerei der harten Realität entkommen. Musik
Er ist der erste Künstler, jedenfalls der erste Bekannte, der den Eiffelturm gemalt hat. Denn dieser Mann, den man als naiv und archaisch verspottet, ist zugleich von der modernen Welt besessen, von Flugzeugen, vom Eiffelturm. Er möchte ein moderner Mensch sein. Der Zöllner Rousseau liebt nicht nur die Natur, er ist zugleich auch ein Kind seiner Zeit, fasziniert von den neuen Erkenntnissen der Wissenschaft und ganz besonders der Botanik. Über die Seineufer im Pariser Osten gelangt er zu einem magischen Ort, dem Jardin des Plantes mit seinen Gewächshäusern. Ein Stück rekonstruierter Natur im Herzen der Stadt. 1635 legen die Ärzte Ludwigs des 13. hier einen Garten für Heilpflanzen an, um Arten aus der ganzen Welt zu akklimatisieren. Henri Rousseau verbringt dort viele Stunden und bewundert die große Anzahl und die Vielfalt der Pflanzenarten, die dem Ort einen Anstrich von Exotik verleihen. Der Jardin des Plantes ist ziemlich zentral gelegen. Und wie einst in der Belle Époque um die Jahrhundertwende verbringen die Pariser auch heute noch gern ihre Sonntage im Botanischen Garten. Er ist ein beliebtes Ausflugsziel. Damals war er noch viel mehr. Eine Reise, ein Eintauchen in eine exotische Traumwelt. Damit die Pflanzen nicht erfrieren, werden zu Beginn des 18. Jahrhunderts Gewächshäuser errichtet. Das bunte Durcheinander exotischer Pflanzen dient Rousseau als Vorlage für seine Dschungelbilder. Sein ganz persönliches Markenzeichen. Die tropischen Pflanzen kommen aus aller Welt, aus Süd- und Mittelamerika, Afrika, Indonesien, von den Pazifikinseln, Australien, Madagaskar. Eine botanische Rumpelkammer, wenn man so will. Was Sie hier sehen, sind die Pflanzen, die Botaniker von ihren Reisen mitgebracht hatten und die hier von den Gärtnern angepflanzt wurden. Aber das ist kein Abbild eines echten tropischen Dschungels. Henri Rousseau war aber kein Botaniker. Was ihn interessierte, war etwa die Form eines Blattes. Er nimmt eine Blattform und eine Frucht und fügt sie zu einer Pflanze zusammen, die nur in seiner Fantasie existiert. Er reproduziert also auf seine Weise auch einen zusammengewürfelten Dschungel, wie in den Glashäusern. Ich glaube, ihn faszinierten vor allem die vielen Grüntöne. Es gibt unglaubliche Nuancen. Kein Blatt hat exakt dasselbe Grün wie das andere. Die Bilder spiegeln das sehr schön wider, finde ich. Und er ist fasziniert von den großen Elefantenohrblättern der Alocasia-Pflanze. Ihn inspirieren aber auch einheimische Pflanzen wie Sonnenblumen. Die malt er allerdings in Blau, was es so in der Natur ja nicht gibt. Wer weiß, ob nicht plötzlich eine Schlangenbeschwörerin aus dem Gebüsch auftaucht oder ein exotisches Tier. Sie könnten sich doch hier im Dickicht verstecken. Natürlich hat dieses Gewirr von Blättern, Lianen und Baumstämmen etwas Geheimnisvolles. Man sieht ja absolut nichts. Und man weiß auch nicht so richtig, wo man ist. Im Herzen von Paris, aber in einem total unwirklichen Dschungel. Bei seinen unzähligen Streifzügen durch den Jardin des Plantes verschlägt es den Maler auch ins Tiergehege. Dieser zoologische Garten wurde 1793 gegründet und ist somit einer der ältesten der Welt. Unmittelbar nach der Französischen Revolution wurden die Tiere aus dem königlichen Tiergehege von Versailles und aus verwaisten privaten Gehegen hierher gebracht. Die Menschen sind fasziniert von der Vielfalt der Arten. Auch Rousseau beobachtet die Tiere gern. Doch als Modelle für seine Gemälde zieht er ausgestopfte Exemplare vor, die gesondert ausgestellt werden. Heute hat nur noch das Personal Zugang zu den Restbeständen der ersten Tierpräparatoren. Dieser hier diente als Vorlage für das Bild »Der hungrige Löwe wirft sich auf die Antilope«. Das Modell ist erstaunlich gut erhalten.
Er war völlig fasziniert, wie ein Kind. Er hatte sich seine Begeisterung erhalten, seine Fähigkeit, mit Hilfe von Bildern und Sinneseindrücken in eine andere Welt einzutauchen. Er kann keine Bewegung darstellen. Die Szene wirkt wie erstarrt. Er konnte auch nicht zeichnen. Manchmal verwendete er einen Pantographen, um eine Zeichnung anhand einer Fotografie in der Zeitung präzise übertragen zu können. So hat er das wahrscheinlich auch für sein Bild »Der hungrige Löwe wirft sich auf die Antilope« gemacht. Die Taxidermie von einst hatte es jedoch auch nicht so sehr mit dem Realismus. Das erklärt die teilweise seltsamen Formen in Rousseaus Bildern, die ihm unfreiwillig das Image eines modernen Malers bescheren. Viele Pariser, die an Realismus gewöhnt waren, allerdings den Realismus von Malern, die Meister ihres Fachs waren, bogen sich vor Lachen beim Anblick seiner Bilder. Nur die jungen, angehenden Vertreter der modernen Kunst, denn Paris ist um das Jahr 1900 das Zentrum der Kunstwelt, die schätzten ihn. Dieser Mann macht sein eigenes Ding, nicht mit stilistischen Kunstgriffen, sondern mit dem Herzen. Erst gegen Ende seines Lebens, im Jahr 1905, findet Douanier Rousseau nach und nach immer mehr Anerkennung. Diese verdankt er den Dichtern Alfred Jarry und Guillaume Apollinaire und dem Maler Pablo Picasso, der dieses Frauenporträt des Zöllners in seinem Atelier aufgehängt hat, als Hommage an den visionären Maler. Anlässlich eines Banketts, das Picasso 1908 in seinem Atelier Bateau Lavoir veranstaltet, sagt Rousseau zu ihm: Wir beide sind die größten Maler unserer Zeit. Du im ägyptischen und ich im modernen Stil. Mit der Zeit bekommen seine kindlichen Bilder etwas Verstörendes. Seine Dschungel, die zwischen Realismus und Traumwelt, zwischen Zivilisation und Grausamkeit oszillieren, markieren bereits die Anfänge des Surrealismus. Das Bild »Der Traum« zeigt eine nackte Frau auf einem Kanapee im Louis-Philippe-Stil, das übrigens in seinem eigenen Atelier stand. Es ist insofern ein surrealistisches Bild, als die Frau die Augen geöffnet hat. Wie passt das zusammen, fragt ihn der Journalist, dass sie mitten im Dschungel auf einem Kanapee liegt? Und er antwortet, ganz einfach, sie träumt, dass sie im Dschungel ist. Also habe ich sie im Dschungel gemalt. Sie ist von den wilden Tieren entzückt, die ihre Schönheit bewundern, anstatt sie anzugreifen und aufzufressen. Mit seinen Bildern kann Rousseau zwar mittlerweile seine Schulden begleichen, aber er wird nie die Mittel haben, Paris zu verlassen. Die Spaziergänge am Ufer der Seine in seiner Stadt fördern seine Neigung zur Träumerei. Er geht auf Reisen. Doch es sind Reisen in seinem Kopf, die ihn an entlegene, exotische Orte führen.